Willkommen. Dankeschön. Ich muss gestehen, dass ich in den sozialen Medien nur sehr eingeschränkt unterwegs bin. Insofern habe ich mich erstmal. Ist kein Verbrechen. Nein. Auch meins ist ein halbes Verbrechen. Aber ich muss gestehen, dass ich nicht so auf Anhieb wusste, was eine Insta-Story ist, die Sie da veranstalten. Und ich war ein bisschen getröstet, als ich gelesen habe, dass Ihre Oma das auch nicht versteht. Und die ist aber über 80, gell? Ja, wir haben näher in großen Schritten. Phishing-Vorkommen. Habe ich aber gehört, Sie erklären es ihr ja manchmal am Beispiel einer Klorolle. Aber Sie fänden es irgendwie blöd. Ich hatte extra eine besorgt. Also würden Sie es mir nicht glauben, ich hatte sie extra auf Toilette bei Radio Bremen geklaut. Hier ist sie. Aber vielleicht können Sie es, ohne dass ich es Ihnen gebe, erklären, was die Klorolle mit Insta-Story zu tun hat. Ja, also die Klorolle ist natürlich nur eine Metapher. Und ich erkläre ihr das immer so, dass ich sage, mein Job besteht darin, über mein Leben zu berichten und jeden Tag mein Leben zu einem Film zu machen. Und das funktioniert eben so, dass ich diese Klopapierrolle, die nur als Metapher zu sehen ist, ausrolle und die rollt jeden Tag weiter. Und an manchen Tagen wird man dafür bezahlt und an manchen Tagen aber nicht. Also es ist einfach so, dein Job ist es, diese Klopapierrolle am Laufen zu halten, wie eine Filmrolle eben auch. Und die rollt halt weiter und weiter und weiter ohne Stopp. Und das ist eben die Kunst, dass man sagt, okay, das Publikum muss unterhalten werden, völlig egal, ob du gerade in Los Angeles bei irgendeiner Preisverleihung bist und das Leben eh spannend ist oder du gerade in Berlin-Mitte den Müll runterbringen musst. Beides muss mit dem gleichwertigen Level an Entertainment rübergebracht werden, damit die Follower eben unterhalten werden. Und jedes Blatt ist sozusagen ein Kurzvideo? Genau. Das dauert in der Regel 15 Sekunden. Und sind Sie nahezu 24 Stunden zu besichtigen? Der Eindruck entsteht, und das soll auch so sein, die Leute sollen das Gefühl haben, dass wenn sie am Ende des Tages im Bett liegen und sich deinen Film quasi angucken, dass sie das Gefühl haben, sie waren von morgens bis abends den ganzen Tag dabei. Natürlich ist das alles nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, weil man auch sehr, sehr, sehr viel Organisatorisches machen muss. Also wenn man jeden Tag so einen Kurzfilm ins Internet stellt, dann muss man Requisiten organisieren und andere Darsteller mit ins Boot holen. Und das ist viel mehr Organisationsarbeit, als man sich vorstellen kann. Aber am Ende soll eben der Eindruck entstehen, dass der ganze Tag eben in 15 Sekunden aneinandergereiht komprimiert ist. Wie viele Stunden arbeiten Sie denn am Tag? Solange ich wach bin. Also meine Arbeit fängt an, sobald ich die Augen aufmache, und hört auf, wenn ich abends ins Bett gehe, weil man einfach lernen muss, dass man seine eigenen Bedürfnisse runterschrauben muss und die des Publikums an oberste Stelle stellt. Weil nur so kann dieser Job funktionieren, wenn man den ernst nimmt und wenn man versucht, den Leuten auch einen gewissen Mehrwert zu liefern. Und wenn man dabei auch ein Star werden möchte. Genau. Und wie, haben Sie jetzt einen Moment Pause eingelegt oder läuft irgendwas, was wir noch nicht mitgekriegt haben? Tja, das ist eben die Kunst, weil ich selber mache ja auch viel Fernsehen oder habe Fotoshootings und bin dann 12 Stunden vor einer Kamera. Und natürlich kann ich mein Publikum dann nicht bestrafen und sagen, Leute, tut mir leid, heute drehe ich fürs Fernsehen, deswegen fällt heute die Sendung aus. Das ist natürlich nicht mehr möglich. Und deswegen muss man halt einfach 4 Stunden vorher genügend Material sammeln und 4 Stunden danach genügend Material sammeln, damit für das Publikum keine Unterbrechung da ist. Also wie beim Fernsehen ja auch. Also nur weil irgendjemand krank wird, kann man ja nicht sagen, ja, heute gibt es halt keine Sendung. Ne? Judith hat zu lange in der Maske gebraucht, deswegen ist die Sendung zu Ende. Und deswegen gibt es ja auch nicht und muss man halt auch alles vorbereiten. Wenn das jetzt Teil Ihrer Insta-Story wäre, ja. Wie würden Sie irgendwann denn anfangen? Tag, was würden Sie jetzt auswählen, um zu sagen, ich bin jetzt gerade bei 3 nach 9? Wenn Sie jetzt nicht da sitzen würden, sondern im Publikum. Also ich habe angefangen, als ich im Zug saß hierher und habe erklärt, was ich heute mache. So wie bei jedem Film eben auch, braucht man ja eine Einleitung, damit der Zuschauer versteht, wo es heute hingeht. Und ich habe erklärt, was ich mache, was 3 nach 9 ist, weil so wie ich vielleicht den 3 nach 9 Zuschauern nicht jedem ein Begriff bin, so ist 3 nach 9 für meine Zuschauer nicht jedem ein Begriff. Das, und deswegen habe ich so... Es gibt manche seltene, wahre Sätze für die Ewigkeit. Das ist einer. Und ich habe einfach versucht, es zu erklären und erklärt, dass es die älteste deutsche Talkshow ist und dass ich mich sehr freue und sehr geehrt fühle, dabei zu sein. Und habe die Leute einfach mitgenommen hinter die Kulissen, was hier so passiert, wie die Maske aussieht, was für andere tolle Gäste dabei sind. Und
ja, über was ich heute sprechen werde und habe einfach versucht, so ein bisschen Einblick zu gewähren in ein Leben, das ja sonst nicht jedem Menschen zugänglich ist. Wir freuen uns auch, dass Sie da sind, auch wenn jetzt hier einige so gucken wie die drei Fragezeichen. Aber das ist wirklich nur. Ja, aber ich habe mal eine Frage. Ja. Hast du nicht, also wenn jetzt die Follower, die steigen immer mehr, du fängst an mit 1600, ne? Und, oder hast du sowas auch? Nee, du hast. Nein, ich habe es nicht verstanden, weil mir gerade jemand aufs Ohr was gesagt hat. Sag nochmal. Regieanweisung. Ja, genau. Eine kleine Regieanweisung. Eine Zeitanweisung. Wenn es steigert sich dann ja immer mehr. Und wenn dann plötzlich heißt ja, es stagniert oder so, dass du dann sagst, so, ich muss jetzt was Außergewöhnliches machen, damit das ein bisschen, ich muss jetzt nach L.A. zum Oscar Little oder was weiß ich, dass du sagst, irgendwie sind die ein bisschen müde, jetzt muss ich bei Laune halten. So wie ja eben Einschaltquoten, sage ich mal. Dass du dann sagst, jetzt muss ich ja ein bisschen Dampf geben. Das Tolle ist ja, dass mein Leben keine inszenierte Show ist. Also es ist natürlich inszeniert, weil es dokumentiert wird. Aber ich dokumentiere, was passiert. Und die Leute wollen ja keine fiktiven Szenen sehen. Es ist ja nicht gespielt, sondern es ist ja dein Leben. Und wenn dein Leben gerade aufregend in Los Angeles und Glamour ist, dann ist es so. Aber die Zuschauer finden es ja genauso spannend zu sehen, okay, wie ist dein Leben, wenn du eben nicht vor einer Kamera stehst und nicht in einer performativen Rolle bist. Also die finden es auch schön, jenseits die Performance zu gucken. Und ich bin tatsächlich jemand, auch wenn man das sich nicht vorstellen kann, der sich nicht unbedingt daran orientiert, was gerne gesehen wird, weil deswegen orientiere ich mich auch nicht an den Followerzahlen und Likes, sondern ich versuche wirklich mit den Leuten die Inhalte zu teilen, die ich teilen möchte und bin sehr dankbar, dass so viel tolles Feedback kommt. Aber das ist auch ein Unterschied zu meiner Generation, weil ich glaube, wenn man heutzutage jung ist und im Internet unterwegs ist, dann kriegt man gar nicht so diesen Unterschied mit, weil für Erwachsene ist es eindeutig, ja, es gibt die Realität und es gibt das Internet. Aber wenn man jung ist, dann ist das Internet auch Teil deiner Realität. Und deswegen behandle ich oft eben Themen wie zum Beispiel Mobbing oder Cybermobbing, das vielleicht für Erwachsene so weit weg ist, aber für junge Menschen genau da auftritt, wo eben die Schule aufhört. Also wenn man zum Beispiel von der Schule nach Hause kommt, welche Realität hat man denn als Jugendlicher? Das Internet. Und deswegen ist es mir halt wichtig, im Internet Inhalte zu kommunizieren, die mir am Herzen liegen und nicht unbedingt die, die gern gesehen werden, gern geliked werden. Natürlich, wenn ich über Produkte spreche, dann ist es natürlich anders. Warum machst du das? Was ist die Motivation? Es gibt bei Influencern die Motivation, ich will damit Geld verdienen. Ja. Ne, kann man ja mittlerweile auch ganz gut. Aber ich glaube, deine Motivation ist eine andere. Denn wenn man sich mit deinem Leben beschäftigt, dann erfährt man, dass du früher schon gerne Bilder ausgeschnitten hast aus Boulevardblättern, dass du dein Gesicht aufgeklebt hast auf die Körper von anderen Prominenten und dich in diese Welt hinein. Ich habe schon auch meinen Körper genommen. So ist es nicht. Körper, ja. Also, ich dachte nur den Kopf. Ich wollte mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken. Ich dachte auch, die Kleider vielleicht haben dich interessiert, der prominenten Damen auf dem roten Teppich. Woher kam dieser Wunsch, Teil dieser Glitzerwelt zu sein, prominent zu sein, sein Leben zu zeigen, jetzt in sozialen Netzwerken oder auf dem roten Teppich? Also, ich fand immer, es gibt einen Unterschied zwischen prominent zu sein und ein Star zu sein, weil ich glaube, wenn man sich überlegt, was ein Star ist oder ein Stern ist, das ist ein leuchtender Fixpunkt, der bloß durch sein Leuchten allein anderen Menschen in dunklen Zeiten Orientierung spendet, weil das ist ja das, was Sterne tun. Und ich wollte nie prominent sein, ich wollte ein Star sein. Und das sind zwei unterschiedliche Wahrnehmungen von Ruhm. Und ich selber bin auf dem Land aufgewachsen, in Bad Reichenhall, und da ist ein Junge, der eigentlich die Persönlichkeit eines Showgirls an den Tag gelegt hat, natürlich nicht unbedingt alltäglich. Und ich war halt super extrovertiert und auch super feminin und habe einfach gemerkt, okay, wenn ich irgendwie gezwungen bin, in einer normalen Gesellschaft stattzufinden, dann wird mein Leben ziemlich scheiße. Und, Wie haben denn die Kinder auf dich reagiert? Unterschiedlich. Also es war immer so, ich hatte von Tag 1 Fans, warum auch immer, und Leute, die einfach partout irgendwelche Sachen an mir kritisiert haben. Du meinst damals in Bad Reichenhall schon? Oder ja, schon als Kind, schon als im Kindergarten hat das angefangen, dass ich einfach gemerkt habe, oder dass andere Kinder gemerkt haben, dass ich anders bin und dass ich mit Puppen und Autos spielen wollte und nicht nur mit Autos spielen wollte. Und das war natürlich allen ein Dorn im Auge und da wurde sofort ein riesen Ding gemacht und es hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen und es sind auch schlimme Sachen passiert. Also Mobbing war ein großes Thema und deswegen, glaube ich, bin ich jetzt auch so sensibel, weil ich eben als Kind lernen musste, dass Anderssein von anderen Menschen oft als Schwäche interpretiert wird. Und ich selber habe da super oft mit Gewalt zu tun gehabt, bin wie jeder andere feminine Junge in Deutschland auch verprügelt worden, bin angezündet worden im Schulbus. Und, wie angezündet?
ja, angezündet, wie man halt angezündet wird. Ne? Wie also, normal, ganz normal. Ja. So. Habe ich gehört, das nee, seien Sie so im Ernst, also wirklich. Ja, das Leute versucht, ihre Klamotten in Brand zu setzen. Genau, weil die Klamotten den Leuten nicht gefallen haben. Nee. Und ich, das war halt so, wenn man solche Erfahrungen macht und sieht, okay, mit wie viel Gewalt die Leute auf einen reagieren, dann möchte man auch gar nicht Teil der normalen Gesellschaft sein, sondern dann will man einen Platz finden im Leben, wo man selber sein kann und für die Eigenschaften geliebt wird, gefeiert für die man auf der Straße kritisiert wird. Und für mich war das so, ich habe die Menschen in den Magazinen gesehen, im Fernsehen gesehen und die haben auch bunte Kostüme getragen und auffällige Outfits und da wurde das geliebt. Mhm. Wenn ich in dem Fernsehen eingeschaltet habe und Popstars gesehen habe oder Thomas Gottschalk gesehen habe, der auch ein goldenes Jackett anhatte, dann haben die Leute ihn dafür geliebt und genau das wollte ich auch. Und deswegen habe ich mich in Magazine reingeklebt, ganz Körper, nicht nur mein Gesicht und mich zwischen meine Idole geklebt, um selber mir vorstellen zu können, wie ich mein Leben mal haben möchte. Ich würde gerne nur eine Sache sagen, die dich da angezündet haben, das ist nicht die normale Gesellschaft. Also das wäre ja erschreckend, wenn wir die als normal sehen. Da widerspreche ich leider ein bisschen, weil die Realität anders aussieht. Also ich stehe so sehr in Kontakt mit Jugendlichen und jungen Menschen, die anders sind und die polarisieren. Und alle Erfahrungen, die ich in meinem Buch zum Beispiel auch erzähle, die haben andere Leute auch gemacht. Aber Radikalität, Extremismus und so weiter ist nicht normal. Das will ich ja nur sagen. Ja, es sollte nicht normal sein, so. Aber es gehört nun mal zur Realität dazu. Ja. Und deswegen ist es mir halt wichtig, darauf hinzuweisen, weil ich halt das Gefühl habe, ja, wir alle denken, oh, in Deutschland gibt es keine Homophobie, weil wir uns das wünschen, aber das ist halt leider nicht so. Wer das denkt, der hat, glaube ich, irgendwas verpasst. Und nicht erst seit 3, 4, 5 Jahren, sondern schon sehr lange. Und da gibt es ja noch andere Phänomene. Also da bin ich total bei dir. Nur ich will nur sagen, dass das nicht normal ist, was da passiert. Ja. Aber ich glaube, es war sein Alltag, ne? Also du hast es schon täglich. Für mich war es die Norm. Also ich kannte keinen Tag ohne Demütigung, ohne öffentliches Beleidigen, ohne bedroht zu werden. Ich kannte keinen Tag ohne Angst. Ich kannte keinen Tag ohne, dass ich meine Klamotten heimlich in meinen Schulpark packen musste und mich auf dem Weg zur Schule heimlich umziehen musste. Und deswegen war das einfach meine Norm und meine Realität. Und ich wollte einfach ich selbst sein. Und ich habe früh angefangen, Theater zu spielen und ich habe gemerkt, dass egal wie too much ich war, auf der Bühne fanden es die Leute super, wenn ich Pailletten getragen habe und Federboas und ich wollte einfach jenseits der Bühne genau dieselben Sachen tragen und dasselbe Gefühl aufrechterhalten. Hast du das Gefühl, du hast den Platz im Leben, den du für dich gesucht hast? Du hast in deinem Buch eine schöne Analogie, du hast gesagt, wenn ich ein Kleidungsstück wäre, dann wäre ich in meinem Schrank in der Schublade für Diverses, also für Dinge, die man nicht so richtig einsortieren kann. Hast du das Gefühl, du bist jetzt in dieser Schublade immer noch drin, aber jetzt glücklich, weil diese Schublade darf existieren in Berlin auf Social Media? Also Social Media war für mich ein Werkzeug, um aus dieser Schublade rauszukommen und eben zu zeigen, dass ich persönlich nicht zum Schubladendenken halte und so wie ich in der Gesellschaft das Schubladendenken ablehne, habe ich das auch in meinem Kleiderschrank abgeschafft, weil ich einfach nicht wollte, dass ich solche sonstige Schubladen habe. Ich will, dass mein schwarzer Blazer und mein Rollkragenpullover neben meiner lebensgroßen Meerjungfrauenflosse und Engelsflügeln hängen. Und beides funktioniert und harmoniert wunderbar. Und das würde ich mir für die Gesellschaft eben auch wünschen. Und ich bin sehr dankbar, weil ich selbst sein darf. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der ganze Erfolg, den ich gerade habe, den könnte ich überhaupt nicht genießen, wenn ich nicht wüsste, dass der Junge, der ich selber vor 5 Jahren mal war und den es da draußen noch zu Genüge gibt, wenn der es nicht ein bisschen leichter hätte durch das, was ich tue. Heute du lebst in Berlin heute, in einer völlig anderen Stadt, wo auch, glaube ich, eine etwas tolerantere Gesellschaft dich umgibt. Du schreibst dir jeden Tag Liebesbriefe. Jeden Tag. Oder das ab und an. Mal, ab und an. Yeah. Was schreibst du dir? Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee, sich auch mal selbst zu feiern. Ja, also ich finde gerade, wenn man im Internet unterwegs ist, wo jeder heutzutage seine Meinung zu einem kundtun kann, einen kritisieren kann und sich hinter einem Katzenprofil verstecken kann und dir aber die schlimmsten Dinge in den Kopf werfen kann, finde ich es eigentlich ganz wichtig, dass man sich ab und zu darauf besinnt und sich selber sagt, was man eigentlich gut an sich findet. Und deswegen schicke ich mir halt Blumen und schreibe da irgendwelche netten Sachen auf die Karten. Ich finde einfach, schön, wenn man sich selber daran erinnert, warum man sich mag. Weil ich habe das Gefühl, wir verbringen alle so viel Zeit damit, uns einzureden. Wir haben es gerade gesehen, sogar mit ganz lieben Zettel dabei. Ja, natürlich. Ja. Gebe ich mir voll die Mühe bei der Handschrift. Also, so. Geht ja auch nicht. Das ist ja genau das Interessante eigentlich daran, dass hast du das Gefühl, was du eben sagtest, du bist es losgeworden, dass du durch deinen jetzigen Job hast du ja auch die Gefahr, dass du sehr viel Hassmails bekommst oder andere Mails. Also das, was die Jungs früher mit dir gemacht haben, keine normalen Leute, sondern eben
Spezielle, würde ich mal doch sagen, die so etwas sich getraut haben, dass du das losgeworden bist? Oder hast du nie mit dieser sag ich mal, Möglichkeit auch gehadert, dass dir jetzt natürlich eine viel größere Menge noch Mails schreiben könnte, die in einem heutigen Stil zum Teil unerträglich sind? Wir haben es bei Giovanni auf Kampnagel in der Inszenierung Chor des Hasses gesehen, was die Politiker zum Teil für Mails bekommen. Das ist unbeschreiblich. Was bekommst du für Mails in diese Richtung? Also ich muss sagen, ich bekomme wirklich sehr, sehr viel positives Feedback. Und da bin ich einfach unglaublich dankbar für, weil ich eben genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn dieses positive Feedback nicht da ist. Aber generell ist es einfach so, wenn du anders bist, das zelebrierst und stolz darauf bist, musst du den Preis dafür bezahlen. Egal, ob du in der Öffentlichkeit stehst oder nicht. Und deswegen zieht sich das wie ein roter Faden auch durch mein berufliches Leben. Da gibt es auch super viel Diskriminierung, da gibt es auch super viel Hass. Ich bekomme auch Morddrohungen, muss mit einem Bodyguard zu öffentlichen Events gehen, muss auf solche Sachen achten, weil man auch Verantwortung hat, weil gerade wenn ich ein Fantreffen habe und da kommen 200 Teenager, dann ist es ja toll, aber natürlich ist es total schrecklich, wenn du weißt, okay, irgendwo könnte jemand sein, der dir was Böses tun will, weil Drohungen ausgesprochen wurden und du hast ja auch Verantwortung, musst ja auch auf die Leute aufpassen. Für die sind alle super emotional und weinen und du musst die ganze Zeit aufpassen, okay, hoffentlich ist da jetzt auch alles gut, hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert und das gehört einfach dazu. Aber ich meine, was hat man denn für eine Wahl? Man kann ja nicht aufhören, bloß weil man bedroht wird oder weil einen jemand einschüchtern will. Umso wichtiger ist es ja, dass man seinen Mund aufmacht und auf Dinge hinweist und sagt so, hallo, das passiert bei uns gerade im Land und es ist einfach wichtig, dass man den Leuten die Augen öffnet und sich dafür einsetzt, dass die sonst nie gehört werden, auch Aufmerksamkeit bekommen. Setzt du dir denn eigentlich selber ein... Der Applaus darf ruhig kommen. Aber hast du auch Grenzen, dass du mal sagst, jetzt mache ich heute mal 5 Stunden nichts und ich poste auch nicht alles? Also jetzt, ich keine Ahnung. Gibt es Grenzen? Das Ding ist, Social Media ist wie Reality-TV. Da gibt es immer Grenzen. Aber das Ding ist, bei der Menge an Content, die ich produziere, beschwert sich kein einziger Follower, dass irgendwelche Dinge ausgeklammert werden, dass familiäre Sachen oder Liebesleben ausgeklammert wird, weil die werden eh so zugeschwemmt mit Videos und Bildern und Infos über mich, die vermissen gar nichts. Die vermissen gar nichts, die sind zufrieden. Das heißt, die merken gar nicht, dass was fehlt. Quasi. Also, das Ding ist, ich sage immer, ich spreche nie über mein Liebesleben, weil ich keins habe, aber wenn ich eins hätte, dann würde es jetzt auch nicht unbedingt auf Instagram stattfinden, weil die Follower es gar nicht vermissen, weil da kommen so viele Videos pro Tag, die haben schon genug zu tun, das alles einzuordnen und zu handeln und sind da auch schon beschäftigt genug mit. Aber Judith, ich glaube, das interessiert jetzt Millionen von Zuschauern. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sind Sie noch zu haben? Ja. Ist das jetzt ein Single-Aufruf? Also ich würde mal sagen, wer sich hier für Riccardo Simonetti interessiert, darf sich gerne an 3 nach 9 wenden. Wir als älteste Talkshow des deutschen Fernsehens aber helfen gerne in dieser Instagram-Welt, dass ich Paare finde. Foto wäre auch nicht schlecht. Vielen Dank.